So, im heutigen Video möchte ich euch ein bisschen was erzählen über Reichweite und Akku. Ich fahre seit gut 10 Jahren mit dem E-Bike durch die Gegend und ganz ehrlich, die Frage, wie lang hält der Akku, habe ich, glaube ich, in diesen letzten 10 Jahren aufgerundet mindestens 1500 Mal gehört. Die Frage ist halt auch immer nicht ganz so einfach zu beantworten. Die Akkureichweite hängt natürlich von vielen Faktoren ab. A, schon mal meinem eigenen Gewicht. Wie schwer bin ich? Wie viel Gepäck habe ich mit dazu geladen? In welchem Unterstützungsmodus bin ich eigentlich unterwegs? In welchem Gelände bin ich unterwegs? Geteert oder nicht geteert? Schotter? Wie viel Höhenmeter fahre ich? All das sind Faktoren, die Akkureichweite beeinträchtigen. Somit kann man auch jetzt nie pauschal sagen, so viel Kilometer hält ein Akku vollgeladen. Es gibt aber ein paar Tipps, die man einhalten kann, um die Akkureichweite zu erhöhen. Zum einen, benutzt die richtige Trittfrequenz. Optimal ist eine Trittfrequenz von 70 bis 80 Umdrehungen. Ich schaue mal kurz auf mein Display und sehe, okay, ich bin bei 68. Kann ich also noch mal einen Gang runterschalten, dann bin ich jetzt auf 80. Wesentlich besser, ja, wesentlich akkusparender. Fahre nicht immer im Turbo-Modus, auch wenn es vielleicht immer eine fetzen Gaudi ist, aber du erhöhst die Reichweite deutlich, wenn du runterschaltest oder den neuen Tour-Plus-Modus benutzt. Der ist nämlich sehr, sehr hilfreich und wahnsinnig akkusparend. Wie weit habe ich noch bis zum Ziel und komme ich an? Dafür auch sehr hilfreich bei der Navigation die topografische Restreichweite, die mir anzeigt, wie das Gelände ist und wie weit ich mit meinem Fahrrad noch komme. Und natürlich, ich habe immer ein Ladegerät mit dabei und nutze deine Pausen auch, um den Akku mal hier und da vielleicht aufzuladen. Mit den 5 Tipps hoffe ich, dass du die Akkureichweite einiges verlängern kannst und wünsche dir viel Spaß bei der nächsten Tour.